Hä? Gutem Kämpfen, nicht wahr? Nein, für dieses Event. Ja, wäre es nicht merkwürdig, hätten wir ja zugehört. Ich dachte, das wäre schon zu Ende, wenn man diese vier Gegner gekillt hat, aber. Ihr seid die Helden so. Warst ja ein bisschen voreilig, ne? Ja. Ich hab nicht auf die Karte geguckt, dass das noch weitergeht. Was? Führen Kinder uns jetzt durch die Quest oder was? Hey, legendärer Kopfschutz. Gar nichts. Nö, jetzt bin ich beleidigt, jetzt geh ich. Ich auch. Ich sag jetzt zu Zeug, was scheiße ist, gar nichts. Weil es ist im gleichzeitig mit Müll und wird eingeschmolzen. Schmelz immer alles ein. Ich guck gar nicht mehr, ob da. Also. Ich gehe immer mit der Maus über den Inventar und wenn da irgendwas grün ist, dann halte ich mal an, aber das passiert nie. Gut. Moment habe ich anscheinend 3 Sets. Ne, 1, 2, 3, 6 Sets, die ich irgendwie versuche voll zu kriegen. Ob sie am Ende was bringen, weiß ich nicht. Ich muss ja auch schieben. Sehr gut. Legendär ist alles Müll, aber immerhin ist das selten etwas, sowas gebraucht. Hä? Was ist das da für eine merkwürdige Spezialeffekt von dem? Es besteht eine Chance von 17%, dass ihr einen untoten Gegner 2 Sekunden lang betört, wenn ihr von ihm getroffen werdet. Ja, dann kämpfen die für dich. Ja, aber das hört sich irgendwie merkwürdig an. Sozusagen, ich sag mal, untote Geil macht, oder? Ja. Was heißt Leben auf Latein? Vita Fili oder so? Oder was muss das denn sein? Anscheinend. Eine flammende Maid fehlt es mir. Ja, nachdem die ersten beiden so nah beieinander waren. Das ist der Turm. Ja. Oh, dann gehen wir mal hier unten zur Kube. Turmbringer. Explosion kann auch bringen. So. Ich wette ja, dass die da hinten ist, wo wir nicht nachgegangen sind. Ach Quatsch, die ist hier. Gleich hier unten. Na, hoffentlich. Der Goblin war wieder voll und hat mir blöde Handschuhe. Rache ist süß. Moment, so blöd sind die gar nicht. Die sind tatsächlich besser als meine. Also erstmal verurteilen.
Urseil. Ja, wir brauchen noch eine flammende Maid. Urseil. Flammende Maid. Ich bin jetzt aber bei Urseil. Was? Ja, kannst du da stehen bleiben, wir kommen gleich. Ja, dann krieg ich ja keine Erfahrung, wie immer. Was? Kriegt man nicht im ganzen Gebiet Erfahrung? Nope. Doch. Doch, aber du kriegst keine Erfahrung, wenn du in der Stadt bist. Ja, dann nicht. Aber wenn du in demselben Gebiet bist wie wir, dann kriegst du die Erfahrung. Das hier. Aber die Gegenstände wüsste ich nicht, ob die eventuell zu weit 6 sind. Und was du denn verpasst hättest. Ich könnte die Abkürzung wie Stadt zu mir nehmen. Ja, du musst es sowieso ansprechen, dann werden wir gefragt, ob wir mitkommen wollen. Achso, ja gut, dann noch besser. Oh. Bin gespannt, was der so drauf hat. Hä? Du hast doch gegen den schon mal gekämpft. Ja, nee, ich meine nur so, ob er mich mal so ja, herausfordert, dass ich auch mal was anderes machen muss, außer linke Maustaste gedrückt halten. Ich friere noch permanent ein. Ja, ich auch. Ja, du verlangsamst ihn nur, glaube ich, oder? Mit deinen Geschützen, oder was meinst du? Ja, ich friere noch ein und dann teilweise. Oh. Ich darf nicht stehen bleiben. Das macht so viel Aua. Wo er doch eigentlich so mehr oder weniger der Lord des Feuers ist da, ne? Wie kann man ihn überhaupt einfrieren? Magie. Wenn er mich trifft, macht er tatsächlich Schaden. Also muss ich doch ein bisschen aufpassen. Ne? Ja. Er macht Schaden auch an mir. Der geht glatt durch mein Schild durch. Ich glaube, ohne den Schild hätte ich Probleme. Das geht jetzt zu sterben. Ich bin ihm noch geschickter. Hey, ein legendäres Amulett. Hey, gar nichts. Wie immer. Ja, voll nicht. Immerhin, ich kriege sehr so einen Effekt. Bei Ursel war glaube ich sogar ein Effekt im Ziel hier, ne? Nie fallen. Ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Hör mal. Na. Ich muss zurückkehren. Yeah.
Das hört sich auch bekloppt an. Als Spezialfähigkeit. Jeder Einsatz von Archon hypnotisiert Gegner in der Nähe und sie springen 7 Sekunden lang unkontrolliert herum. Ich weiß, wie ihr meint. Es gibt... Ups. Was gibt's? Uzael und die Seelenernter sind tot. Das Leid Westmarks wurde gerecht. Und der Wiederaufbau kann beginnen. Doch Adria lebt. Lorat und ich reisen in die Blutmarschen, um sie zu suchen. Sie weiß, wie man Maltael findet. Und sobald wir es auch wissen, muss sie sterben. Praktisch. Ja, ne? Einmal aufräumen. Wenn man das in seinem eigenen Zimmer so machen könnte, ne? Ja, das Problem ist, du zerstörst ja alles dann. Ja, gut. Dann jedenfalls der Mülleimer. Da muss doch nicht runtergehen. Zugang zur Stadt. Die meisten sind. Nun. Zeit, diesem Monster ein Ende zu setzen. Ah. Ach, da ist noch irgendwie eine Elite. Was ich ja ein bisschen irritierend finde jetzt gerade. Ich habe ja unter anderem die Fähigkeit gefunden, von Durchliegenden durchlaufen kann. Und dann kann ich halt unter anderem durch diese blöden Wände da durchlaufen, die sie aufstellen. Okay. Und mein Froststrahl hat jetzt die Fähigkeit, dass er Gegner durchschlägt. Aber der kann nicht durch die Wand schießen. Also irgendwie... Ja, die Gegner nicht, die Wände von den Gegnern. Ja, aber das beim anderen stand auch, du kannst ungehindert an den Gegnern vorbeilaufen. Ja. Oder durch die Gegner hindurchlaufen oder irgendwie sowas. Aber warte mal, wo steht das jetzt gerade? Ja, beim Froststrahl, bei meiner Spezialfähigkeit. Durch Gegner durchlaufen kannst. Ne, das habe ich jetzt bei dem hier nicht. Ach so. Das habe ich beim Mönch aktiv. Ah, warte mal, ich guck mal. Bei beiden eine extra Fähigkeit, die ich eingebaut habe. Ja, okay. Ungehindert durch Gegner. Und bei deiner Zauberin war das was? Diese Waffe, glaube nee, dieses die Quelle. Quelle. Quelle ist bei mir noch so ein seltenes Teil. Bitte lasst mich es tun. Es gibt vier Einheiten. Und ich glaube, der ist anscheinend. Doch, das habe ich schon lange. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, seit wir angefangen haben. Ja. Licht der Gnade, Froststrahl. Durchschlägt jetzt Gegner. Für mich ist das noch ein gelbes Teil. Nein, als extra Eigenschaft, habe ich ja gesagt. Okay. Du meintest bei der Quelle. Ja, super. Ja. Die extra Eigenschaft, die von der Quelle herrührt. Ja, aber das ist doch. Meine Güte.
Die hast du auch nicht drin hier bei mir. Die Eigenschaft nicht. Nö, du hast... Ja, Light of Grace. Ah doch, Ray of Frost, No Pierces, ja. Yes, das sind auch unterschiedliche Ausdrücke. Ha, das Ausrufezeichen. Ich glaube, es ist die Information. Ja? Nee, ich töte ihn jetzt. Er yes. wollte mich hier häuten. Guck mal, da liegt sogar Haut. Was ist das denn für ein geiziger Typ? Der hat doch schon Haut. Warum will da jetzt noch mehr Leute häuten? Da oben ist ein Punkt. Der Feuerketten. Anverzauberung. Ich bin stärker geworden. Warum ist das nächste? Jetzt weiß ich, welches Siegel den richtigen. Ja, hier haben wir noch ein Siegel mehr. Warum gibt es da mehr Siegel? Brauchen wir nur drei. Dies ist nicht der richtige Weg. Das hier ist das Richtige, ja. Ja. Unten, ja, genau. Sollen wir da zuerst hin? Ja, bei der rechts war auch noch eine. Ne, das war vom Falschen. Wir suchen ja gerade den Weg zu, oh, wie heißt sie noch? Adria. Und das, was du ja gesehen hast, war der falsche Weg. Warst du schon? Werdet ihr nicht überleben. Nächstes oder mal. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. No, ich bin durch. Die geheime Geschichte eines Volkes. Wie bist du da durchgerannt, oder? Ja, mit Flickflack einfach durch die Gegner durch. Ich habe sie eingefroren, dann wurden sie verlangsamt, konnten sie nicht hinterher rennen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Haben oder nicht haben. Auf diesen einen ich warte mal auf euch. Folianten verschollen jo. Sind. Auf dem direkten Weg war kein Elite-Gegner. Eure Furcht verrät euch. Hm.
Ich glaube, meine Türme sind noch aktiv. Die töten nämlich Gegner. Gerade eben habe ich Erfahrung gekriegt, einfach zu fürs Rumstehen. Ich warte auf. Kann auch sein, weil wir hier noch die ganze Zeit Gegner killen. Ja,